Herzlich willkommen zur 40. Ausgabe der Formel 1 News zur Analyse des freien Trainings von Monza. Mit dabei ist Möchern. Hallöchen und schönen guten Tag. Der noch ein paar Feinheiten über die F1-Liga machen muss. Ja, F1 2013 Liga ist im vollen Gange. Wie immer, seht ihr jetzt unter diesem Video findet einen Link zu dem Bewerbungsvideo. Vielleicht. Wenn das nicht vergisst, findet ihr Vielleicht. einen Link dazu. Vielleicht. Immer, hängt von ihm ab. Hängt von mir ab, immer von mir, immer nur von mir. Genau. Und ja, man könnte sich da schön bewerben. Aber dazu hört ihr dann mehr in diesem Bewerbungsvideo. So, freies Training in Monza, de Monza, Ferrari-Land. Willst du eine Pizza? Weiter. Willst du eine Eiscreme? Nein, will ich nicht. Willst du eine Döner? Ah ne, Döner wird Nein. türkisch. In der Türkei fahren wir leider. Wir fahren leider nicht mehr in der Türkei, ne? Wenn ich gerade an Türkei denke, Istanbul fehlt irgendwie, wa? Ja, fehlt irgendwie, aber wir sind jetzt in Italien, sind wir uns ja, ja? War Istanbul eigentlich eine schöne Strecke? Nein. Nee? Nein! Außer ein bisschen diese vierfache Linkskurve, die war einzigartig, aber sonst. Pff, nö. Also jetzt. So, erstes freies Training. Erstmal ganz großen Applaus an Rodolfo González Marachia, ganz klar. Ganz stark. Das wird mein zweiter Lieblingsfahrer nach Guido van der Garde sein. Wo ist denn der eigentlich? Letzter. Der Rodolfo Ne? González. Helki Kovalainen ist gefahren, lese ich gerade. Oh, egal, das ist ja kein Guido von der Garde dabei. Mann! Den sehen wir nicht auf der 3. ab in die Ecke muss ich. Okay. Nee, Freunde, ja, freies Training. Ich habe so ein bisschen gesehen. Ich war heute schon sehr früh zu Hause und da konnte ich das schon sehen. Und zwar ist freies Training. Also ich brauche mir das nie angucken. Wo die ja ihre behinderten Runden drehen. Und ja, die haben ein paar Reifentests gemacht, die haben ein paar neue Fahrer mal testen lassen, aber dazu mehr am zweiten freien Training. Wer ist denn James Calado? Der ist für. Der Senior. ist Zu für Ziel. welches. James Calado. What the? Wo ist der denn? Und Engländer bei Force India als Fahrer. Ja. Naja, erstes freies Training ist eh nicht so aussagekräftig. Normal Wetter war sauber, trocken, So, sonnig. sauber, das Wetter ist sauber und trocken. Das Wetter ist sauber und trocken. Ich weiß ja nicht, wie das so mit dem Topspeed aussieht. Wird der Mercedes mithalten können? Der what? Der Mercedes locker. Denn wer wird Was? ein Problem haben? Red Bull. Oh. Ach da, Komm. James Calado, endlich, jetzt sehe ich ihn auch. Auf 17. Was, Felipe Massa auf der 14? Komm, machen wir hier ganz kurz die Top 10 da und dann gehen wir ins Emil Alonso, zweite. was bei Wette, Kimi Räikkönen, Perez, Button, Webber, Maldonado, Wehang. Danke, jetzt gehen wir ins zweite freie Training über. Es ist unaussagekräftig. Unaussagekräftig. Neues deutsches Wort, ich weiß nicht, ob der in Duden steht. Hab dabei bei DSF heißt heute, Sport 1 habe ich da heute zugehört bei, wie heißt der, Peter Kohl, hat das mal so gesagt, war das Hamilton und Räikkönen, die haben sich da selbst befruchtet. Ich so, hä? So, zweites freies Training schon bisschen mehr aussagekräftig, aber nur Wir sind erstmal 75% Rennen gefahren. Echt? Philippe Massa hatte schon nach 29 Runden keinen Bock mehr. Das ist auch schon in die Wand abgestellt. Ein Spaß. Bottas hatte nach 44 Runden keinen Bock mehr? Wer? Bottas. Boah, das ist Erster geworden. Aber hätte Nee, ja nicht ein aber. Top 10. Schlecht, Nee. schlecht, schlecht. Schlecht. Oh, Poirier Resta, oh. Ja, meiste Runde ist auf jeden Fall der Valtteri Bottas gefahren. 44 Runden. Also wir diese Longman-Tests ganz einfach nur am Ende des freien Trainings. Ja, 40 Runden, also ich glaube im Rennen waren sie 55.
Wenn mich das nicht täuscht. Mal gucken, wie das Rennen wird. Also ich würde sagen, denkst du, Ferrari fährt mal vorne mit? Ach, da fahren nur zwei Teams vorne mit. Ach, guck mal da. Guck mal, Wilken und Grosjean, gleiche Zeit. Nein! Doch! Wie haben die das denn bekommen? Fahrer, gleich, ah nee, nicht gleicher Fahrer, gleiches Team. Gleicher Fahrer. Ja, man, diese Zeitabstände sind echt eng, oder? Ja, bis auf den von Sebastian Vettel und den Rest des Feldes. Okay, ja. Guck mal, na, Lappen sind sehr, da. Sehr komisch. Ein Mark Webber auf der 2. Wird Italien jetzt Red Bull Land? Ja, das ist eine gute Frage. Oder Lichtmaschinenland? Oder Wattland? Also Sebastian Vettel hat 16. Vorsprung. Das ist eine andere Welt in Monza. Vor Mark Webber. Dann beide Lotus-Fahrer auf 3 und 4. Okay. Mit der gleichen und Zeit. Heute hat er, ich hab vorhin gesehen, ein Interview von Daniel Ricciardo. Also er hat gesagt, also er freut sich riesig damit, Sebastian Vettel zu fahren. Endlich mal ein bisschen mehr Konkurrenz. Ein bisschen mehr Konkurrenz, ja. Mal gucken, ob er das nicht das zu laut aus dem Fenster lehnt und schreit. Fünfter dann Fernando Alonso. Und dann erst beide Mercedes auf 6 und 7. Helm ja, ich würde sagen, die Mercedes sind da diesmal die Longruns getestet und sind nicht auf die schnellste Runde eingegangen. Weiß ich Training. Nicht. Also man sieht schon den Unterschied. Also Hamilton ist eine 25.3 im... Okay, das hat 25.5 gefahren. Im ersten freien Training, aber trotzdem im zweiten freien Training ist meistens immer schneller. Aber ich verstehe nicht, ja, ob die es bei dieser Simulation bei F1 2013 so hinbekommen. Also Engst ist ja immer so, dass man im ersten freien Training langsamer ist als im zweiten freien Training, oder? Immer. Also die werden es auch wieder so einfügen, dass bei F1 2013 das erstes Training, zweites Training, drittes und so weiter. Mal schauen. Achter Massa, neunter Button, zehnter Sergio Perez. Also da haben wir 5 normale Teams vorne mit dabei. Normal. Aber wirklich, alle diese 5 Teams, nur 5 Teams, ja, also kein Force India dabei, also man sieht wirklich, die Top 10 Fahrer sind halt Lotus, Mercedes, McLaren, Ferrari, Red Bull, die 5 Teams. Genau. Force India, kratzt noch seit dem Drange. Ja, aber ich sag nur, Sebastian Vettel, 16. immer noch vor Mark Webber, das ist eine andere Welt. Kommen wir jetzt zu unserem Muschens Lieblingsthema, dem Tippspiel! So schnell schon? Der Guido ist 21. ich hoffe bei der Liga. Ich werde die Guido-Nummer auf dem Wagen haben. Das welche ist hat er denn? Ich muss gerade gucken, welche hat er denn? Das ist? Ich würde sagen so, 20? Ja, Seite wird geleitet, die Fresse. 20? Wieso sollte 20 haben? Ich weiß nicht, welche Nummer er auf dem Fahrzeug hat. Ne, warte mal kurz. Stopp, das steht dabei. Oh nein, das habe ich weggeklickt. Die sind 10. der Konstrukteurswertung geworden, ne? What the? Also Fahrerteams und Caterham hat statt Nummer 21 hat er. Ja, müsste 21 haben. Ne. Also ich habe, wenn doch, ich die, doch, wenn, müsste 21 haben, weil die 13 wird ausgelassen. 13 wird ausgelassen. Weil es eine Pechzahl ist, ey. Also ich würde die 13 tragen. Wusstest du, dass es auch die 0 geben kann? Ich weiß, dass es die 0 im Basketball gibt. Nee, weißt du, dass auch ein Fahrer die Nummer 0 auf sein Auto haben kann? Weil er einfach ein Lappen ist. Nee. Es gibt eine Regel, dass ein Fahrer auch die Nummer 0 auf dem Fahrzeug haben kann. Ja, und? Und dass es kein Nummer 1 gibt. Nummer 1 ist immer noch Vettel. Wenn zum Beispiel jetzt... Stell dir vor, Vettel wird Weltmeister, ja? Ja. Und der hört nach dieser Saison auf. Dann würde Mark Webber auch auf. Dann würde eigentlich Alonso Nummer 1 sein, oder? Nee. Nee. Geh davon aus, Webber bleibt und Vettel geht. Aber Vettel wird Weltmeister. Dann bekommt Daniel Ricciardo die Startnummer 0. Und Webber bekommt die 2. Weil der Weltmeister fährt nicht mehr mit. Deswegen gibt's diese 0. LOL, das war Hintergrundinformation, oder? Also wenn ich bei Liga Kai nicht die 21 habe, dann raste ich aus. Gut, dann rastet er aus. Habe die 22 auf deinem Wagen, danke. So, kommen wir zum Bianchi, ja klar.
Tippspiel, Tippspiel, Tippspiel. Scheißspiel. Yeah. Und muss ich dann auf den Anfang machen, sonst mache ich das ja grundsätzlich immer. Mal so eine kleine Randnotiz. 22. September, 14 Uhr, Rennen in Singapur. Und dann heißt es jeden Tag früh aufstehen. Und, jede Woche, alle zwei Wochen früh aufstehen. Yeah. Schön. Tippspiel. Also, Tippspiel. Oh, Mann. Hab keinen Bock. Das war mir klar. Alles klar. Also, erster Guido. Nee, Spaß. Erstmal, bevor wir Tippspiel machen, gehen wir mal aufs Wetter ein. Sonic. Wetter.com. Sonic. Wenn es in Deutschland sonnig ist mit 33 Grad, dann wird es in Italien erst recht sonnig sein. Wird es also regnerisch. Nein, Monster. Sonic. Italien. Genau, da will ich hin. Da will ich hinreisen. Ma, oh, Sonic. Starker Monsunring für morgen angesagt. Alles klar. Morgen dem, was? Ach, oh, du blöde Waffe. Sag mal bei die Schreckentemperatur, die Lufttemperatur. Alter, was denn das? Lufttemperatur. Monza, warte mal. Monza Wetter. Der Ausblick für die nächsten drei Tage. Na, geht doch. Geht doch. Weiter, der 6.9. interessiert kein Wahl, ich gibt's hier gleich. So, 7.9. Das Training des Qualifying ist von wann? 11 bis 17 Uhr? Das Qualifying ist von 11 bis 17 Uhr. Mhm. Ich meine jetzt, hier ist so ein Abstand jetzt drin. Also in dem 14 Uhr. Ja, ist ja egal. 25 bis 29 Grad ist es da. Und ein bisschen windisch. 10% Risikoregen. 0% Risikoregen, okay. Passt. 10%. Tippspiel. Bleib ruhig. Also erster. Weiß nicht, ob da wieder so ein blöder Hamilton kommt und die ganze Scheiße versaut. Also ich sag da nichts anderes. Du musst auch nichts anderes sagen, glaube ich. Da haut doch eine Scheiße raus, ey. So. Erster Wette. Zweiter mache ich Lewis Hamilton. Dritter, Kimi Räikkönen. Vierter, Mark Webber. Fünfter, Nico. Oh, er schreibt auch schon. Alles klar. Er schreibt auch schon. Fünfter, Nico Rosberg. Sechster, also ich sehe Ferrari sehr weit hinten auf jeden Fall. Wie immer. Sechster, Roman. Oh. Warte, muss ich kurz mal rechnen. Vettel, Webber, Hamilton, Rosberg, Räikkönen. Oh. Vettel, Webber, Hamilton, Rosberg. Achso, okay. Also ich weiß nicht. Schon so auf die 7. Wird irgendein Alonso-Fan wieder Alonso auf die 1 tippen, was eh nie passieren wird? King Alonso, Raphael King, Thomas Mayer. F1 heißt er noch. Nee, Thomas Mayer. Thomas Mayer F1. Nein, Thomas Mayer. Thomas Mayer F1. Thomas Mayer. Thomas Mayer F1. Thomas Mayer. Thomas Mayer F1. Na. So, 7. Alonso, 8. Button, 9. Massa und 10. Adrian. Alles klar, mein Tipp ist fertig. Der wird eh scheiße sein. Wo ist der Webber? 8. A4. Jetzt kommt sein Tipp, da bin ich mal spannend, ey. Na, was denn? Der Böse. Also, mein Tipp. DNF Mulchern. Ja, und erster Titel in der 1. Das war eh der beste Kommentar immer noch, ever. Dankeschön, danke, vielen Dank für deinen Kommentar. Ich war sehr begehrt. Ich weiß. Du könntest es nicht abwarten, den zu lesen. Nee, Vettel auf die 1. Hamilton auf die 2. Rosberg auf die 3. Webber auf die 4.
Fünfter Alonso. Wie bitte? Fünfter Alonso. Oh, wie geil. Da habe ich, ja noch was zu gucken nachher. Sechster Raikönen. Siebter Grosjean. Siebter Grosjean. Achter Massa. Massa. Neunter Button. Und zehnter Sutil. Und DNF Mosche. Danke. Erster war der Hamilton, zweiter Rosberg, dritter Weber, vierter Alonso, fünfter Rekord, sechster Grosjean, siebter, achter Massa, neunter. Wir haben wirklich die gleichen Fahrer, nur andere Reihenfolge. Komisch, oder? Das ging. Also, kannst du sagen, hat sich mein Formel 1 Wissen durch das Core-Projekt etwas verbessert? Nein. Danke. Hat sich sein fahrerisches Können verbessert? Nein. Es war klar. Weil er immer noch mit Pfeifen fährt. Und ich kann ihn trotzdem nicht schlagen. Ja, das ist die Krönung, ey. Das ist die Krönung. Freut euch auf das Brasilien-Rennen. Mit der kleinen Challenge. Für ihn. Ja, Freunde. Freut euch auf Brasilien-Rennen, Freunde. Also, ich sag nix. Schade. Auf jeden Fall wird's richtig cool werden. Freut euch drauf. Heute kam ja Südkorea rein, beziehungsweise gestern. Weil der braucht ja wieder 5 Jahre zum Hochladen. What? Zum Rendern. What? Weil er muss ja wieder 5 Videos vorschieben. What? Nee, ich hab gar nichts so. Ich hab alles hochgeladen. Meine Fresse. Nee, und zwar, ja. Wo war ich gerade? Beim Rendern. Genau, und kommen jetzt noch 3 Rennwochenenden. Oder? Nee. Mehr, oder? Blind? Tja. Danke. Südkorea kommt jetzt noch. Indien, Abu Dhabi, USA und Brasilien, Freunde. Also noch 4 Wochen vor 11.01.2012. Da kommt das also eigentlich ausgerechnet kommt das letzte Rennen, wo ich ausgerechnet, also wirklich, es kommt so perfekt auf den 4. Oktober. Genau wenn das blöde Spiel rauskommt. Aber wir schieben es einen Tag vor auf den Rennen. Wir schieben es einen Tag vor, beziehungsweise wir schieben es natürlich noch anders vor, weil Philipp seine Karriere endet ja schon vorher. Und die daher endet, wird die endet am Sonntag. Am Sonntag wird das Rennen in Italien. Und ja, ich hab da auch Spaß gehabt, wa? Nö, ja, das Super geht knappe 2 Stunden, aber egal. Sehe ich mir nicht rein. Schade. Guck mal nur die Credits an. Aber mir klar. Also dann, wir sehen uns dann morgen wieder. Renntipps fleißig bewerben. Ich würde sagen, schreibt lieber mal in die Kommentare noch gleich center euren Renntipp. Also nachdem ihr es Qualifying geguckt habt, schreibt euren Renntipp einfach rein, weil wir wissen nicht, wann das Qualifying-Video kommt, weil ich bin erst morgen um 16, 17 Uhr zu Hause und er kommt erst abends um 22 Uhr. Und dann das Video kommt so 0 bis 1 Uhr nachts ungefähr. Wie immer. Ja, wie immer. Und bitte schreibt einfach euren Renntipp dann gleich noch dazu, wenn ihr euch sicher seid. Schreibt gleich euren Renntipp dazu. Kösti, du hast letztes Mal bewiesen, du hast 3 Punkte geholt. Das ist ein persönlicher Rekord für dich. Also, Im Qualifying führe ich ja noch. Ich komme. Also wo ist eigentlich Apple Review? Im Knast oder was? Verschollen. Weiß gar nicht, was mit dem los. Der hat nie mehr Kommentare geschrieben. Nix. Tja, wenn ich will, der hat schon. Keine Ahnung, was mit dem los ist, aber egal. Auf jeden Fall Qualifying-Tipp. Und wenn ihr euch schon sicher seid, auch gleich noch einen Renntipp dahinter. Und wenn ihr so lange aufbleiben wollt, bis 2 Uhr nachts zwischen nachts vom Samstag zu Sonntag, dann schreibt euren Renntipp dann erst dann rein. Geht in die Disco, sauft euch ein, kommt nach Hause, macht den Rechner an und schreibt euren Renntipp. Besoffenen Kommentar, wo steht erster Mulchian und DNF ist DTM in der F1. Ja, genau umgekehrt. Also, bis danke. Morgen. Ciao. Ciao, Bella. Hasta la vista.